Crunch kurz aufladen. Ich denke mal, wir dürfen uns auch mit den Wegpunkten hier rum teleportieren, ne? Sonst wäre das ja nicht in den Mod eingebaut. Keine Ahnung, wir machen es einfach. Wir sind zu faul. Okay, abbauen. Zack, zack, zack. Der Ausgang kann hier hin. Ich habe noch ein bisschen Nikotin gefunden. Nikolit? Nee, Nikotin. Also Nikolit. Nein, Nikotin. Das ist für einen anderen Mod, für anderen Strom wichtig. Würde ich mal behalten. Anderen Strom? Ja, von einem anderen Mod halt Strom. Okay. Eigentlich müsste das jetzt aber gehen. Schon so viel Nikotin, das gibt's gar nicht. Ja, ist voll unselten, die kommen in so riesigen Adern vor. Puh, das war echt gerade krass. Ah, noch ein paar Water Shards. Was ist? Hier kriegt nichts Strom, aber ich verstehe nicht warum. Das wird jetzt eigentlich alles wieder in diese Kupferkabel geleitet. Von hier geht aber auch kein Strom ab. Jetzt habe ich hier alles so schön gebaut und nichts funktioniert. Das verwirrt mich ein bisschen. Okay. Ich kenne mich mit dem ganzen Scheiß nicht aus. Abbauen. Ich werde mir, glaube ich, demnächst mal, vor der nächsten Aufnahme, gucke ich mir ein paar Videos an, wie ich da Dings baue. So ein Solar-Generator. Solar-Panels. Ja. Die sind doch voll easy. Ja, kenn ich mich. Ich kenn mich damit nicht aus. Ja, gib doch einfach das Rezept ein. Ja. Muss ich die dann einfach auf mein Dach bauen oder was? Dann ist schon fertig, oder wie? Guck mal, du gibst jetzt ein Solar, ja? So, ja, dann nimmst du erstmal dieses. Dann nimmst du dieses normale Solarpanel erstmal. Damit brauchst du 3 Glas. Coal Dust machst du einfach ein Stück Kohle in einen Macerator, ja? Ja. Dann brauchst du einen Generator, weißt du, wie der geht, ne? Ja. Und Electronic Circuits sind auch ganz easy. Und dann hast du einen Solarpanel. Und wenn du 8 Solarpanels hast, dann brauchst du noch einen LV-Transformer. Die sind auch voll einfach zu craften. Machst die 8 Panels drumherum, hast einen Low-Voltage Solar Array. Wenn du später 8 Low-Voltage Solar Arrays hast, dann brauchst du einen Mittel-, also einen M-V-Transformer und machst da draußen einen Medium-Voltage Solar Array. Und wenn du 8 Medium hast, dann brauchst du einen HV-Transformer. Machst die Medium-Voltage-Dinger darum und hast ein High-Voltage-Solar-Array. Das bringt? Sehr viel Strom. Sehr, sehr, sehr viel Strom. Und wenn ich diese Low-Dinger da schon hab, bringt das auch mich schon ein bisschen Strom? Ja klar, bringt das auch schon ein bisschen Strom. Du kannst deine Sachen eigentlich damit betreiben. Aber du brauchst ein paar mehr. Also ich würde erstmal Solar-Array machen und dann Low-Voltage-Solar-Array. Ich glaube, für ein High-Voltage-Solar-Array braucht man 8 Stacks Solar Arrays. So, 3 mal 6 sind 12, sind 18, also brauchst du allein 18 Stacks Kohle dafür. Ja. Mindestens. So, bitte explodier nicht, bitte explodier nicht, bitte explodier nicht, bitte explodier nicht, bitte explodier nicht. Müsste ich jetzt hier dran eigentlich den Low Voltage machen können? Wofür? Scheiß damit zu bauen? Geht die irgendwann kaputt? Eigentlich nicht, oder? Nein. Ich bin hier gerade im höchsten Konzentrationsmodus. So, jetzt erstmal nach Hause. Nach Hause mit P, dann Wegpunkt und dann Hause. Dann hier zu. Wieso kommt ja eigentlich nichts an Strom? Das nervt mich. Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel. So, jetzt geht's wieder. Toll, echt.
So, dann nehme ich das. Ich brauchte eigentlich nur 4 Diamanten. Fällt mir gerade mal so auf. Wie viele Dias hast du jetzt? Ja, Dias habe ich. Redstone habe ich auch. Wie viele Dias hast du? Noch 5. Also auch nicht die Menge. Doch, ich benutze gerade 4. Boah, ich teste jetzt einfach mal YOLO-like irgendwas. Muss ich jetzt diese, wie heißt das, diese Energiekristalle erstmal aufladen, oder? Nein, braucht man nicht. MFE, Energiekristall, so. Sind dann leer. Machst du jetzt gerade ein MFE, oder was? Ja, und jetzt brauche ich noch einen Maschinenblock. Denk dran, der MFE ist Middle Voltage. Also es gibt ja verschiedene Stärken vom Strom. Ne? Ja. Und der hat schon die mittlere Stärke. Also musst du dann einen Low Voltage Transformer bauen aus 4 Holz, 2 Kupferkabeln und 3 Kupfer. Low? Emit it full, emit it plus. Wie schreibe ich das? Emit if it do not output energy. Nothing. Emit if full. Was? Ja. Nee. Low voltage solar. Schreib einfach solar rein. Okay. Jetzt bin ich schon wieder verpeilt. Ich wollte doch nur ein bisschen Stein hier braten. Jetzt artet das wieder so aus. Solar Panel. Low Voltage Solar Array. Kürz mich an. Solar Panel. 20.000 Baustellen. Du gibst ein Solar Panel, ja? Also du gibst einfach nur Solar ein, okay? Ja. Dann klickst du auf Solar Panel, dann hast du da Glas. Coal Dust, Generator und Electronic Circuit. Ist doch nicht so schwer, oder? Und was war wegen dem... Achso, du brauchst da... Schreib Transformer rein. Transvestit. So, ich mache jetzt einfach mal hier so eine professorische Stallung. Was brauche ich dann? Ein Low Voltage Transformer. Transformer, also LV Transformer. Ja. Der ist ja echt easy zu craften. 2 Kupferkabel und 4 Holz. Ja, habe ich doch eben gesagt. Ja, das geht ja noch. Sag ich ja. Erstmal mein Inventar in Müll. Dup-di-dup-di-dup-di-du-di-du-di-du-di-du. So. 2 Kupferkabel. Habe ich noch Kupfer? Da. Nehme ich einfach mal komplette. So, so, so. 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 Rubber. Komm. So. Boah, scheiße. Geh dann aber. Achso. Kupfer in die Mitte. Und Holz. Low Voltage Transformer. Und mit dem mache ich jetzt was? Ich bin gerade am... Den musst du jetzt, wenn du dein MFE hast, musst du den an den Ausgang vom MFE so anschließen, dass du an den Ausgang dran kommst. Der Ausgang ist immer das... Warte, ich bin gerade noch am Kühe pflücken. Ah, okay, ich sehe es gerade, glaube ich. So, erstmal Refined Iron nochmal. Ist
voll cool mit der Portal Gun. Voll kompliziert. Ja, willkommen im Mod. Nein, Kuh! Stirb nicht. Jappabidibabu, jappadibabu. Bin am Kühe pflücken. Ich muss sagen, das ist mich voll am Entzücken. Ich lauf einfach hier rum und bin am Kühe in das Loch schieben, ey. So, MFE habe ich jetzt. Ja. Und was lagert der? Der lagert Strom, oder? Der lagert Strom, ja. Mehr als eine Badbox. Aber wenn ich jetzt die Badbox abbaue, dann ist der ganze Strom weg. Das stimmt, ich würde die erstmal leer machen, beziehungsweise alles in den MFE rüberschieben. Es sei denn, du willst den MFE genau da positionieren, wo du deine Badbox jetzt hast. Nee, muss nicht sein. Dann kannst du nämlich alles von deiner Badbox dann später in deinen MFE leiten. Der holt sich den Strom ja automatisch. Okay, so. Dieser LV-Transformer. Boah, ist ja noch praktischer. Ich kann einfach auf die Kühe schießen mit meiner Portal Gun und dann fahren die ja direkt durchs Portal. Ja. Der LV-Transformer, der hat an der einen Seite so drei Punkte. Ja, das ist der Ausgang. Der hat immer nur einen Ausgang. So, und das okay, mit den drei Punkten heißt, ist der Ausgang. Muss ich zu der, zu dem... Zu deinen Geräten haben. Du musst den Ausgang zu deinen Geräten haben, die du bestromen willst. Ja. Das ist dieser MFE. Ja. So, wie baue ich das jetzt am geschicktesten? Mit einer Electric Wrench kannst du die Löcher noch verschieben, ansonsten erscheinen die Löcher, also der Ausgang immer da, wo du gerade in deiner Guckrichtung warst. In allen übrigen ist mein Generator leer. Heißt, ich mache keinen Strom mehr. So, nachdenken. Alter, ich habe wahrscheinlich jetzt eine 3 Millionen Kühe oder so, ne? Willst du mal gerade gucken gehen? Wo bist du? Wo ist denn? Ja, direkt neben meinem Haus ist das Kuhloch. Erstmal lade ich noch mein Jetpack auf. So, das heißt, der muss so... Ne, falsch auch. So. So rum dahin und dieser Ausgang von dem wie heißt es von dem MFE muss dann in die Richtung von dem Ausgang vom nein, der Ausgang vom MFE sollte zu deinen Stromgeräten zeigen, die du befeuern willst, und der Ausgang von der Badbox sollte in Richtung MFE zeigen, weil du die erfüllen willst. Moment. Ach so. Creeper und mein Jetpack ist leer. Der lagert doch Strom. Hä? Der lagert doch Strom, der MFE. Ja. Ja, also könnte ich jetzt theoretisch könnte ich den einfach irgendwie dahinstellen, weil ich brauche keine Geräte zum Anfeuern, dafür habe ich meinen Generator. Ja, kannst du auch. Aber ich würde trotzdem den Generator würde ich in den MFE leiten und die Geräte aus dem MFE befeuern, weil dann hast du dann sonst geht der Strom verloren. Verstehst du nicht? Nee. Da sind noch ein paar Kühe, die nehme ich auch noch mit. Jetzt guck erstmal nach meinen Kühen. Dann helfe ich dir. Ja. Ich finde das gerade so mega derbs kompliziert. Ja, du hättest mal ein paar mehr Tutorials oder so reinziehen müssen. Ja. Ja, da sind einige drin. Kommen die denn her? Komm mal hier rein. Musst aber springen. Nein! Was? Ich bin eine Kuh, ich bin gefangen. Ach, da muss ich rein. Oh mein Gott! Was denn? Das sind mehr als ich gedacht hätte. Fleisch! So viel Fleisch! mein Jetpack ist leer. Ja, hier wo wir vorhin das. Wo ich die. Bist du durch das Portal gegangen? Ja. Bist du doof? Ich habe das Portal gerade abgebaut. Oh.
Oh mein Gott, es ist eine Kuh entflohen. Dich bohre ich in den After. Okay, also mein. Ich verstehe nicht ganz so schlecht, die Kühe sind so laut. So. Dann komm mal hier. Dann komme ich mal zu dir. Ich muss erstmal. Darf ich mein Chatpack bei dir laden? Nee, ich lade das bei mir, weil ich habe so viel Strom. Nee, du kannst es bei mir auch.